Der unbeschwerte Sommer und viele auch der Ansprachen des Bundeskanzlers beginnen ja auch dann mit Dingen, die schon im Vorfeld einmal gesagt wurden, ob sie dann ganz oder nur halb passend waren, wie das berühmte Licht am Ende des Tunnels, das wir ungefähr vor einem Jahr gehört haben. Inwieweit sind diese Aussagen während einer Pandemie denn auch langfristig gültig? Wie gut altern die Aussagen der Politik? Sie altern sehr schlecht und wir haben eine Vertrauenskrise der Politik. Von praktisch allen Regierungsmitgliedern sind die Vertrauenswerte nicht nur schlechter als ganz am Beginn der Pandemie. Da gab es ein Allzeithoch, das wäre ein unfairer Vergleich, aber auch weiter kontinuierlich gesunken und jetzt schlechter als im Jänner vor der Pandemie. Und das liegt auch daran, dass man die Lehre zu spät gezogen hat, Prognosen sollte man unterlassen. Manchmal war es ein Glück, dass sie nicht gestimmt haben. Ich erinnere an die 100.000 Tote. Über 10.000 sind schlimm genug, aber dazu kam es zum Glück nicht. Es ist auch nicht so, dass jeder jemanden kennt, der an Corona verstorben ist. Aber das Licht am Ende des Tunnels wurde eben Ende August des Vorjahres angekündigt. Und was gefolgt ist, ist die zweite Welle, wo es vorübergehend auch sogar war, dass Österreich im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße die meisten Toten überhaupt hatte. Das ist eine Statistik, die man nicht anführen will. Und jetzt wurde ja im März erstmals die Pandemie für beendet erklärt, vor dem Sommer de facto wieder. Und nun steht die Politik durch ihre eigenen Kommunikationsspins in einer Situation, wie werde ich denn die Geister wieder los, die ich selbst gerufen habe? Denn man muss jetzt mahnen. Und jetzt spricht man nicht von den Infektionszahlen. Die Zahlen wohl im Krankenhaus und von Zahlen verstehe ich was, nichts von Epidemiologie und zunehmend auch auf den Intensivstationen sind so hoch, dass alle, auch die Geimpften, betroffen sind. Denn wenn jemand von uns eine Operation hätte und die muss aufgeschoben werden aufgrund der vorrangigen Behandlung von Corona-Kranken, dann sind wir wohl auch massiv betroffen.